Servus, Gerteboer-Gamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode hier mit dem U96 in U-Boat. Es gab seit dem letzten Mal einen neuen Patch. Und der erklärt übrigens auch, warum wir die letzten 2, 3, 4 Episoden ab und zu mal Schiffe hatten, die, ja, ich sage es mal, weiß gestrichen waren, in Anführungsstrichen keine Textur hatten oder wenig Texturen hatten. Das war ein Bug, der im letzten Patch mit reingekommen ist, den haben sie da rausgenommen und das Team ist hier fleißig und kräftig am Entwickeln. Wir erinnern uns, wir sind gerade aus, jetzt wollte ich schon sagen, da ist ein weißes Schiff, ist es aber nicht, wir sind gerade aus La Rochelle ausgelaufen und unser derzeitiger Auftrag verschlägt uns an die Küste von Afrika. Jetzt muss ich mal schauen, bis hier runter. Erreichen Sie Patrouillengebiet und dort sollen wir ja Frachter auffassen oder kontrollieren, ob die auch wirklich unter der richtigen Flagge fahren. So, jetzt nehmen wir mal erstmal den Kurs. Ich muss ein bisschen aufpassen, denn wir haben eine weite Wegstrecke, dass ich hier nicht Probleme bekomme mit dem Treibstoff. Aber wisst ihr was? Ich muss hier aufpassen, dass ich nicht hier irgendwo noch gegen eine Insel fahre. Fahren wir da mal durch. Ich möchte nicht allzu nah an die Küste ran. Moment, schauen wir mal hier oben rechts. Wir haben jetzt eine geplante Wegstrecke von 4925 Kilometern. Bei der derzeitigen Geschwindigkeit mit 9 Knoten haben wir insgesamt eine Reichweite von 17.000. Das lässt uns noch 7.000 übrig. Wir sind natürlich jetzt ein bisschen langsam unterwegs. Aber wir müssen auch wieder zurückkommen. Ich weiß nämlich auch noch gar nicht, ich kann zwar irgendwie Nachschub anfordern, habe es noch nie probiert und ich weiß auch gar nicht, ob es schon Milchkühe gibt, die uns auf offener See irgendwo versorgen können. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das Ganze jetzt eine etwas ruhigere Feindfahrt wird als die letzten zwei Feindfahrten. Da war ja doch eine Menge los. Hat sich die Mannschaft aber auch ehrlich gesagt ein wenig verdient, mal ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen. Ja, jetzt muss ich den Kurs hier wieder wechseln. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Gut. Flache Gewässer, ja. Bei der Geschwindigkeit werden wir jetzt natürlich auch ein bisschen brauchen, bis wir dann im Einsatzgebiet sind. Ich traue mich nämlich fast nicht mehr, die 6500-fache Zeitkompression einzuschalten. Das ist übrigens nicht nur ein Problem in dem Spiel, eigentlich in allen Spielen, wo man so eine massive Zeitkompression einschalten kann. Ich weiß auch noch bei Silent Hunter 3. Da sind immer die schlimmsten Unfälle passiert. Und hier mein Admiralsstabs-Chat gibt mir gerade einen Tipp. Auch über die Batterien fahren, spart Treibstoff. Das ist ein guter Tipp. Ich traue es mich bloß nicht wirklich, denn bei mir ist es dann oft so, genau in dem Moment, wo die Batterien dann so quasi leer sind, dann passiert etwas. Dann kommen Flugzeuge, kommt irgendein Zerstörer und dann sitze ich da und habe keine Batterien mehr. Deswegen schlechte Luftqualität. Warum? Wieso habe ich jetzt schlechte Luftqualität? Seemann wurde stabilisiert. Warum habe ich schlechte Luftqualität? Die Seemänner an Bord schweben in Lebensgefahr. Der Fischer, gut, der wird gerade vom Ostermann versorgt. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder irgendwas der Zeitkompression geschuldet gewesen. Ich könnte jetzt keinen Grund erkennen, warum hier schlechte Luft sein sollte. Ich habe schon befürchtet, dass wir hier in der Ventilation die Kaliumabsorber. Was? Im Nachschublager werden die Vorräte. Ach, jetzt habe ich hier ein Tutorial eingestellt. Das habe ich gar nicht gewusst, dass das geht. Mensch, man lernt nie aus. Luftqualität. Ich glaube, es hackt. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Wir haben jetzt hauptsächlich den Auftrag, also zum einen gehe ich davon aus, wir haben hier unten keine allzu großen Konvoirouten. Ich kann mal die Konvoirouten einblenden, die es im Spiel so gibt. Wo habe ich sie denn? U-Boot-Karte 41. Ja gut, wir haben eine Konvoiroute darunter. Trotzdem
trotzdem, die Hauptkonvoirouten über den Atlantik, die sind sicherlich etwas mehr befahren. Neue Funktelegramme. Schauen wir mal rein, was es an Meldungen gibt. Konvoi in Sicht. Planquadrat BF442. Kurs 6 Grad. Geschwindigkeit 6 Knoten. Mal schnell aufschreiben. 6 Grad, 6 Knoten, BF442. Schauen wir mal, wo wir das finden. Was sind denn die B-Koordinaten? Hier oben. Ein Konvoi. Nee, wir kümmern uns jetzt erstmal um unseren Auftrag. Das habe ich mir auch als Credo selber gegeben. Erst die Aufträge erfüllen. Wir müssen ja schauen. Also spritmäßig sind wir nicht so gut benannt. Beziehungsweise der Wegstrecke ist recht weit. Da brauchen wir jetzt nicht auf den Konvoi gehen. Ich wage es jetzt nochmal und gehe mal auf eine größere Zeitbeschleunigung. Schauen wir mal, was jetzt für ein Unglück passiert. Zeitkompression 6500. Ich schaue jetzt gerade mal hier unten rechts, mal eine Überwachung, ob meine Mannschaft auch die entsprechenden Sachen macht, wie sie machen sollen. Sieht aber jetzt ganz gut aus. Scheint ganz gut zu klappen. Wie viele Tage sind wir denn jetzt eigentlich unterwegs schon? Jetzt muss ich da mal eh nachschauen. Nicht, dass ich jetzt Probleme bekomme, wisst ihr was? Da habe ich noch gar nicht geschaut. Für wie viele Tage habe ich denn eigentlich Proviant dabei? Shit. 13 Tage inklusive der Lagervorräte. Was ist denn da passiert? Schlecht, schlecht, schlecht. Das ist sogar ziemlich blöd. Für 13 Tage, das reicht mir nicht aus. Da habe ich einen Fehler gemacht. Ja, jetzt habe ich das Tutorial hier eingeschaltet. Das will ich überhaupt nicht. Linksklick, schließen Sie das Fenster. Kann ich nochmal was aus der Kombüse wieder... Ich transferiere das Zeug jetzt mal rüber hier. Dann müsste uns ein bisschen länger reichen. Ob das aber ausreichend ist, weiß ich auch nicht. 23 Tage. Mann, sowas Blödes. Habe ich hier noch irgendwie Platz für was anderes? Nee, habe ich nicht. Mann, 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 23 Tage. Ja gut, wir schauen mal, wie lange wir da runter ins Einsatzgebiet brauchen. Wie ist, wenn das passiert? 10. Juli. 23 Tage, 20. Juli, 30. Juli. Boah, also so Anfang August müsste man eigentlich wieder in La Rochelle sein. Ob das klappt, da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Saublöd. Forschung abgeschlossen, zumal wir uns ja auch nur sehr langsam hier fortbewegen können mit 10 Knoten derzeit, um eben im Treibstoff dahin zu kommen. Ja, wobei, wir sind schon relativ weit unten. Das passt schon, das werden wir schon hinkriegen. Ja, werden wir schon hinkriegen. Komm. 13. Juli, wir sind gerade dabei. Wir haben geplante Wegstrecke. 1000 Kilometer noch. 15.000 Kilometer haben wir noch frei. Ich gehe jetzt mal auf halbe Fahrt, dass wir da schneller ankommen. Und vielleicht können wir auch das ein oder andere Schiff, sehe ich jetzt gerade, vielleicht können wir auch das ein oder andere Schiff kapern. Und eventuell gibt es anstatt Gold auch mal was zu essen. Wer weiß. Gut, sind wir ja sehr schnell jetzt im Gebiet gelandet. Treibstoffreichweite sind 11.000 Kilometer noch. 2.250 Kilometer im markierten Gebiet patrouillieren. Hier habe ich natürlich jetzt überhaupt keine... Was haben wir denn hier eigentlich? Hafen von Freetown. Und da ist die britische Luftwaffe. Ich würde fast sagen, wir halten uns dementsprechend auch ein wenig weiter entfernt von... Royal Air Force auf. So müde.
6 Uhr morgens. Ich würde sagen, wir machen einmal Rundhorchen. Tauchen auf 50 Meter. Wechseln auf E-Motor. Jetzt habe ich aber niemanden am Hydrofon. Das ist sowas Blödes, weil der schlafen muss. Akustik und Radarwarnung. Tanks anblasen. Da war nichts. Zeit für eine Pause. Zeit für eine Pause. Zeit für eine Pause. Ja, ja, kannst ja Pause machen. Zeit für eine Pause. Direkte Befehle beenden geht nicht mehr. Pause. Herr Kaloy. Nee, hat auch keine direkten Befehle mehr. Was ist denn eigentlich mit dem Ostermann? Ist der nicht im Bett oder was? Schauen wir mal nach. Was hat er denn für ein Problem? Ostermann. Bucher. Beck. Ostermann. Naja, er ist im Bett, er schläft aber nicht. Vielleicht sollte er sich da mal hinlegen, damit er seine Müdigkeit wieder in den Griff bekommt. Ich werde jetzt mit der Geschwindigkeit auch wieder runtergehen auf lange Fahrt. Schornsteinrauch, kleine Gruppe, 1 bis 3. Jetzt schauen wir uns noch mal ganz kurz meine Befehle an. Kriegstagebuch. Patrouillieren. Hätte schwören können, dass wir hier eher den Auftrag haben. Na gut, wir sollen den Verkehr hier unterbinden. Schauen wir uns jetzt natürlich erstmal an, was wir hier haben. Und alles, was nicht unter britischer, kanadischer Flagge läuft, werden wir mal überprüfen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wir machen immer noch lange Fahrt. Komm mal trotzdem ran. Ich spare jetzt einfach ein bisschen Kraftstoff. Da sind wir schon. Alarm auf Gefechtsstation. Haben wir jetzt ja genau die Antenne vor uns. Ja, aber die fahren ja hier unter Commonwealth-Flagge. Das ist einmal ein Empire Explorer, zwei Empire Explorers. Würde ich sagen, jetzt haben wir es 11.34 Uhr. Den werden wir auflauern. Ah, die haben uns aber auch schon gesichtet. Alarm kann ich wieder aufhören. Transportschiff, kleine Gruppe. Ja, oder sie haben uns doch nicht entdeckt. Interessant, was machen die denn jetzt hier gerade? Gehen wir uns den Kurs ja mal hier. Grob einzeichnen. Mal gerade nicht. Was haben wir denn hier für eine Entfernung? Wir sind eh schon nah dran, oder? 3,8 Kilometer. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wir gehen auf Tauchstation. Dafür ist das Wetter jetzt einfach auch zu gut. Also ich meine, die anderen Schiffe könnten uns zu leicht entdecken. Gehen auf Zero-Tiefe und halbe Fahrt. Was haben wir da eigentlich gerade für einen Sichtradius? 5,5 Kilometer. Also da haben wir jetzt genügend Zeit, dass wir uns daran arbeiten an den Konvoi. Ja, Konvoi ist es ja nicht wirklich. Ich bin immer geneigt zu sagen, zwei Einzelfahrer, was natürlich auch Schwachsinn ist. So, und wir wollen ungefähr auf einen Kilometer ran. Ja, da sind wir. Liegen wir doch jetzt auch schon ganz gut eigentlich. Alle Maschinen stopp. Herr Kaloy. Wir prüfen, wie es mit den Torpedos aussieht. Alle vorgeheizt, da hat der Schumann einen guten Job gemacht. Sehr schön. Ja, auf Alarm muss ich jetzt wirklich nicht gehen. Bei den zwei Schiffen, das ist der vordere, das ist der hintere.
Wir haben. Ich kann die Flagge leider immer noch nicht genau erkennen. Ich glaube, es ist eine Commonwealth-Flagge. Oder eine kanadische. Kann beides sein. Zivile Schiffe. Zivile Schiffe. So, jetzt haben wir es. Frachter, Empire Bell, Empire Tower. Empire Tower sind's. Die erkenne ich hinten, also sind beiden Aufbauten. Geh mal mit dem Perry ein bisschen runter, dass wir nicht so weit aus dem Wasser lugen. Und natürlich wäre ein Doppelschlag hier sehr, sehr schön. Das heißt, wir müssten zuerst... zuerst das hintere Schiff beschießen, ist die Frage... Nee, wir beschießen zuerst das vordere Schiff. Einmal einrasten. Empire Tower bestätigen. Dann messen wir mal die Geschwindigkeit. Ich werde die ein kleines bisschen länger laufen lassen, denn das Schiff fährt ja nicht parallel zu uns, beziehungsweise nicht im 90-Grad-Winkel zu uns. Dementsprechend ist die Länge vom Schiff jetzt hier nicht korrekt angezeigt, da wir uns ja schräg befinden. Und dann würde die Berechnung auch nicht so ganz hinhauen, deswegen kann ich da hinten ein bisschen Zeit mit drauf geben beim Durchfahren. Was wird der machen? 6 Knoten. Das ist mein Tipp. Wie lange es letztens gedauert hat bei dem Schlachtschiff, das Messen. So, ich gebe nochmal hinten ein bisschen was drauf. Bestätigen. 5 Knoten, sagt er bloß. Die Geschwindigkeit werde ich dann nochmal neu messen. Dann Kurs. Machen wir mal wieder die Gegnerlage. Wir sind auf der Backbordseite von ihm. Und von ihm aus gesehen sind wir in was für einem Winkel grob. Das ist jetzt die Frage. Ich würde tippen, wir sind auf einem 45-Grad-Winkel. Tragen wir den mal ein, 45-Grad-Winkel, dann hätten sie einen Kurs von 140. Ob das stimmt, werde ich mir jetzt sparen, das schaue ich mir jetzt nicht an. Gehen wir mit der Zeit ein bisschen nach vorne. Vielleicht können wir jetzt nochmal den Kurs ein bisschen besser eingeben. Von dem Schiff aus gesehen... Da muss ich mir die Augen zumachen, mir das irgendwie vorstellen. Wahrscheinlich eher so um die 60 Grad jetzt. Nee. Wird schon passen. Und dann müssen wir die Entfernung noch ermitteln. Entfernung derzeit 3000 Meter. Ich würde sagen, wir gehen wieder auf Magnetzündung. Die Frage, ein oder zwei? Mit einem sinken sie ja meistens doch relativ schlecht. Ich würde sagen, wir gehen auf zwei. Zwei Torpedos für jeden. Ne, ich gehe auf einen Torpedo. Was haben wir die für eine Tiefe? Tiefgang 8,47 Meter. Das heißt, wir gehen auf 8 Meter, 9,50 Meter. Geschwindigkeit 30. Rohr 1 bewässert. Frag mich jetzt gerade, ist das wirklich das zweite Schiff hier? Ja, ja. Das hier läuft vorne. Geschwindigkeit. Bisschen Zeitbeschleunigung. Aber kann ich das nochmal eingeben hier? Kurs, weil jetzt kann ich ja direkt sagen, dass wir nahezu auf 90 Grad sind.
85 Grad bestätigen. Na komm, Torpedo los. Wir lösen. Nehmen uns gleich den zweiten. Da bin ich jetzt gespannt. Das war jetzt wieder relativ eilig hier. Einrasten. Na komm schon. Möchte nicht einrasten. Jetzt. Empire Tower. Geschwindigkeit bestätigen. Was hat er denn jetzt? Ja, hier werde ich dann immer, hier werde ich dann immer ein bisschen nervös. Empire Tower bestätigen. Wieso kann ich denn die Werte jetzt nicht eingeben? 5 Knoten. Dann den Kurs. Liegt, würde ich sagen, auf 75 Grad. Entfernung müssen wir noch messen. So müsste es passen. 2000 Meter, das kann nicht stimmen. Ich gehe auf 1500. Wir gehen auf Magnetzünder. Tiefe 9,50 Meter. Wie sieht es mit dem ersten Torpedo aus? Ah, der läuft ganz gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Berechnungen hier für den Torpedo komplett daneben liegen. Ich schaue mir das jetzt nochmal an. Entfernung. Was haben wir hier? 2,1 Kilometer, ja doch. War doch nicht so schlecht. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Treffer. Jawohl. Schwere Schäden am Rumpf. Ich gebe mal hier halbe Fahrt. Ah, beziehungsweise wir gehen auf äußerste Kraft. Wir nähern uns dem anderen Schiff jetzt mal. Die Beachwood. Können wir uns dann gleich mal anschauen, ob die jetzt irgendwelche Ausweichmanöver vornimmt. Wie heißt denn das Schiff hier? Die Jalaya. Was mit Jalaya? Oder ich wage mal tatsächlich mal einen Schuss auf diese große Entfernung. Wisst ihr was? Ich probiere es mal. Inwieweit meine Berechnungen jetzt hier, oder beziehungsweise Berechnungen sind sie in dem Fall nicht, sind ja Schätzungen. Ihr wisst ja, ich könnte alle Winkel hier sauber ausrechnen. Ich mache es aber nicht allzu häufig, denn diese Informationen würden mir als echter U-Boot-Kommandant auch nicht zur Verfügung stehen, was nicht heißt, dass ich nicht oft Dinge mache, die ein echter U-Boot-Kommandant nicht auch machen, nicht machen würde. Oder machen würde, wie rum meine ich es jetzt? Ihr wisst, was ich meine. Aber ich finde es dann schon auch ganz spannend, ob ich jetzt hier einigermaßen richtig. Was ich nämlich schon weiß, dass der Kurs von mir natürlich nicht korrekt angegeben ist. Wir können mal schauen, was haben denn die Schiffe tatsächlich für einen Kurs. Und ja, obwohl ich weiß, dass der Kurs von mir nicht ganz korrekt ist. Oh, der Kurs ist sogar komplett anders als gedacht. 109 und ich habe einen Kurs von 134 oder so eingegeben. Ach, und die Geschwindigkeit, ich sehe es gerade im Chat, ich habe 58 Knoten eingegeben, das ist natürlich ein totaler Schwachsinn. Dementsprechend läuft mein Torpedo natürlich komplett vorbei. 58 Knoten, mein Gott, bin ich doof. Ja, nochmal Magnetzünder. Bug links. Wenn ich da stehe, ich bin nicht auf 90 Grad, ich bin auf 80 Grad. Müsste um die 70 Grad sein. So, jetzt stimmt es. 5 Knoten, wisst ihr was? Ich messe die Geschwindigkeit nochmal raus. Deswegen war die Berechnung auch so weit nach vorne geschoben. Ich habe mich schon gewundert. Hätte ich mir aber echt mal selber vertrauen können. Es hat mich gewundert, dass der so viel vorhält. Sekunden bis Torpedoeinschlag. Ja, der läuft natürlich. Ach, ich Depp. 30 Sekunden. Wie oft passiert mir das jetzt eigentlich noch, dass ich jetzt sowas mache?
Oh. 20 Sekunden. Müsst mal direkt mal mitzählen, wie oft es mir jetzt schon passiert ist, dass ich hier in dem Let's Play die Zeitmessung abgebrochen 10 habe. Sekunden bis Einschlag. 10 Sekunden bis Einschlag. Ich habe es der Mannschaft noch nicht verraten, dass der erste Torpedo für die Katz war. Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. Kein Wunder, das Schiff macht auch keine 58 Knoten. Welcher Depp hat denn die Geschwindigkeit berechnet? Angeblich nur noch 4 Knoten. Das glaube ich nicht, dass der langsamer geworden ist. Schauen wir mal, nicht, dass wir das auf das andere Schiff hier auflaufen. Alle Maschinen stopp. Messen wir die Entfernung nochmal raus. Neunhundert Meter bloß noch. Ja, das kommt sogar hin. Wir gehen auf Magnetzünder. 9,50 Meter. Da lassen wir uns ein bisschen mehr Zeit. Können wir mal schauen, was das andere Schiff macht. Scheint derzeit noch nicht groß beeinträchtigt zu sein. Bisschen warten wir noch. Was ich mich jetzt frage, ist, ob ich dem ersten Schiff noch ein Torpedo reinjage, weil der scheint ja überhaupt keine Anstalten zu machen. Ja, wobei, es kann sein, dass er schon ein bisschen nach Backbord Schräglage hat. So, Torpedo los. Ich meine, es wäre jetzt nicht unüblich, wenn man auf so einen Frachter auch mal locker 2, teilweise 3, 4 Torpedos abschickt. Zum einen kann es Blindgänger geben. Habe jetzt aber doch gerade schon den Ehrgeiz, dass ich mit möglichst wenig Torpedos, zumal hier jetzt auch keine Eile ist. Wir sind weit genug weg von der Luftwaffenbasis in Afrika, der Briten. 40 Und Sekunden wir haben bis natürlich Torpedoeinschlag. jetzt hier auch kein Geleitzug, keine Begleitschiffe dabei, die ihn stören könnten. Also von daher ist es jetzt hier nicht so tragisch. 30 Sekunden. Ja, der hat schon ein bisschen Schräglage hier. Vielleicht können wir damit da auch 8-8er noch ein bisschen nachnehmen. 20 Sekunden. 20 Sekunden. Treffer. Jawohl. Höhlenbruch. Sie sinken. Da hat der Treffer unterm Kiel dafür gesorgt, dass der komplette Bug hier weggebrochen ist. Sehr schön. Ja, und bei dem Schiff, ich würde jetzt sagen, da werden wir jetzt auftauchen. Und den Rest dann eventuell mit der Bordkanone machen. Schauen wir mal, wie sich weiter verhält, das Schiff. Denn wie wir jetzt schon oft gesehen haben, mit der 8-8er ist, ich würde jetzt nicht sagen Munitionsverschwendung, aber da wird wirklich viel Munition rausgehauen. Bis das Schiff dann sinkt. Wir drehen mal hier rüber. Auf Alarm bin ich ja wohl nicht, oder? Alarm beendet, genau. Also, der hat gesessen. Nehmen wir mal Fahrt auf. Komm, wir schauen mal zu dem Schiff hier rüber. Der hat den Torpedo erstaunlich gut weggesteckt hier. Ja, Wasser kommt rein. Aber offensichtlich nicht besonders stark. Wir werden da jetzt mit 8-8er nachhelfen. Der Reitenbach soll an die 8-8. Und auch hier muss ich ja noch ein bisschen üben, dass ich hier effektiver werde. Fragen kommen immer wieder auf, ob man nicht auf den Maschinenraum zielen sollte. Ich bin mir absolut nicht sicher. Wir haben ja zwei verschiedene Arten von Geschossen dabei.
Sprenggeschosse und panzerbrechend. Panzerbrechend ganz klar für die Hülle. Jetzt drehen wir uns hier erstmal. Wie viel HE geschossen? Wir haben eh bloß 12 HE dabei. Ja komm, wir lassen den jetzt ein paar hier. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ja, ein Tick zu tief. Ich versuche natürlich auf die Wasserlinie zu zielen. Warten wir, bis das Schiff wieder still steht. Saß auch gut. Schauen wir, dass wir da eher ein bisschen seitlich kommen. Gehen wir mal auf halbe Fahrt. Mal auf den Parallelkurs hier. Vielleicht im Bereich. Dass wir da Löcher reinschießen, dass sich das quasi das Wasser dann von vorne so reinfräst. Wieder auf lange Fahrt. Hier muss ja irgendwo die Maschine sein. Macht aber immer noch gut Fahrt hier, das Schiff. Und da sieht man jetzt schon mit der 8.8er erneut. Es dauert eine Weile, bis die Schiffe hier Notiz nehmen davon. Ich meine, die panzerbrechenden Geschosse, die schlagen ja auch keine großen Löcher. Die schlagen im Prinzip ein Loch, das ähnlich groß ist wie das Geschoss. Also 8,8 cm. Viel größer ist das Loch nicht. Und da braucht es sicherlich das ein oder andere Loch, bis da genügend Wasser eintritt. Gut wäre es, irgendwas zu explodieren zu bringen. Munitionslager hat dieses Schiff natürlich nicht. Ich fürchte fast, ich muss da nochmal mit einem Torpedo nachfassen. Das was wir mal machen, illegalerweise. Wir schauen mal... Jetzt kann ich es anklicken. Wir schauen uns mal an. Ja, hat er jetzt aber schon relativ ordentlich Schlagseite. Können wir mal die Beachwood melden als versenkt. Vorschläge kommen rein, HE in die Brücke. Ja, aber deswegen fährt das Schiff ja trotzdem weiter, egal ob jemand auf der Brücke steht oder nicht. Wir machen das mal. Ich wechsle mal die Munition. Wir gehen mal auf HE. Ja, das nächste Mal haue ich da einfach zwei Torpedos rein. Das ist ja Wahnsinn. Muss ich noch ein bisschen weiter rumkurven, bis ich korrekt Sicht auf die Brücke bekomme. Vielleicht jetzt.
Zu tief. Zu weit rechts. Der hat gesessen. Immer noch mit Thomas Brand auch an Bord. Kleine Fahrt. Ich würde es ja freuen, wenn die jetzt mal ihre Rettungsboote besetzen würden. Denn, muss ich mal schauen, habe ich nicht jetzt letztes Mal einen meiner Männer ausgerüstet, geschult als Sprengstoffpionier, also Sprengstoffmeister? Torpedooffizier, gründliche Beprüfung, nee. Ich schau mal weiter, den Pichler. Irgendeinen hatte ich, oder wollte ich das, aber hab's dann trotzdem nicht getan. Handwerker, Motorenspezialist. Verlassen. Da wusste man bestimmt nicht. Reitenbach. Jetzt muss ich bei allen nachschauen, was die für Fähigkeiten haben. Nee, ebenfalls nicht. Hauptsache, kann gut Karten spielen. Dem Fuchs, dem traue ich es aber nicht zu. Nee. Taucher. Der Meier. Nee, wir haben keinen. Macht nichts. Also ich kann das Boot quasi nicht versenken, indem ich da jemand an Bord bringe. Macht nichts. Wir werden es anderweitig versenken. Gehen wir wieder auf panzerbrechend. Zu tief. Wieder zu tief. Ja komm, da werden wir jetzt noch eine Weile brauchen dafür. Das denke ich wäre doch eine ganz gute Angelegenheit für die nächste Folge. Dass wir die, wie heißt sie denn? Jalayamana. Schusslösung 100%. Ne, komm. Ja, kein Sinn. Da werden wir uns noch ein bisschen rumärgern hier müssen mit dem Frachter. Machen wir in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit reinschaut. Und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht's es gut. Ciao, pfiat's euch. Servus.